Mein Name ist Robert Michel Junior und das ist Digital and Selfmade Radio. Die Podcast-Show für den Selfmade von morgen. Lerne von erfolgreichen Internetunternehmern und Selfmade-Millionären, wie man im Internet zu Erfolg und Reichtum gelangt. Brandneue Methoden, getestete Strategien und einzigartige Insider-Tipps von Menschen, welche wirklich wissen, was funktioniert. Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Selfmade Radio. Mein Name ist Robert Michel Junior und ich freue mich extrem, den heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist es einer der erfolgreichsten und bekanntesten Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum, Dirk Kräuter. Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist. Robert, vielen Dank für die Einladung. Ich werde heute versuchen, mit Dirk Kräuter über zwei große Dinge zu sprechen. Zuallererst einmal will ich einen Einblick schaffen hinter die Kulissen von Dirks Erfolgsgeschichte, von Dirks Unternehmen. Das heißt, wir werden wirklich einmal analysieren, wie hat Dirk Online-Marketing genutzt, um aus seiner ja funktionierenden Firma einfach noch einmal das nächste Level und noch einmal das nächste und noch einmal das nächste Level zu erreichen. Also wir werden wirklich ganz, ganz viel darüber sprechen, über die Online-Marketing-Strategien, welche Dirk Kräuter ja angewendet hat, um da zu stehen, wo er heute steht. Und dann am Ende werden wir natürlich auch noch ein bisschen auf Verkauf zu sprechen kommen, wenn ich schon mal die große Ehre habe, ihn hier persönlich bei mir im Interview haben zu dürfen. Vielleicht Dirk zum Start noch für die ganz wenigen Leute, die ihn noch nicht kennen sollten, vielleicht mal ganz, ganz kurz ein paar Informationen zu dir, deinem Werdegang, damit die Leute einfach mal ein Bild von dir haben. Okay, ich habe eine kaufmännische Ausbildung, war dann 9 Jahre lang Handelsvertreter für Sportartikel und Fahrräder, habe aber parallel dazu schon Verkaufstrainings gemacht, damals im Schwerpunkt produktbezogen auf meine Produkte, die ich verkauft habe. Okay. Habe verschiedene Trainerausbildungen absolviert, Fachqualifizierungen und dann als Verkaufstrainer angefangen zu arbeiten. Das heißt, meine ersten Trainings waren 1991. Das heißt, mittlerweile über 25 Jahre Erfahrung in dem Job. Heute habe ich im Schwerpunkt meine eigenen Seminare, offenen Seminare, wo sich jeder anmelden kann. Da sind wir in Europa Marktführer. Wir haben über 22.000 Teilnehmer dieses Jahr in unseren Seminaren. Da gibt es keinen Wow. zweiten, der auch nur annähernd so viele Teilnehmer in Verkaufstrainings hat. Ich habe ein Team mit, ab nächster Woche sind es 32 Mitarbeitern. Wow. Das sind Telefonverkäufer, das sind Leute, die organisieren. Und das ist ein Social-Media-Team. So, da kommen ganz schnell diese 32 Leute dann zusammen. Und ja, heute lebe ich im Schwerpunkt davon, dass ich ab und an Vorträge mache für Firmen, für Organisationen. Und meine eigenen Seminare mache, die der Bestseller Verlag veranstaltet. Sehr, sehr, sehr interessant, mein Lieber. Kommen wir da noch ein bisschen oder gehen wir da ein bisschen noch in die Tiefe bei einzelnen Punkten. Du hast gesagt, 1991 hast du angefangen mit den ersten Verkaufscoachings. Man merkt natürlich mittlerweile, die Leute sehen dich, sie sehen deine Motivationsvideo. Du bist ja mittlerweile viel mehr als eigentlich nur noch ein, oder nur in Anführungszeichen, aber viel mehr als der traditionelle Verkaufstrainer. Du bist ja für ganz, ganz viele Leute auch Motivator, für viele Leute auch gerade im Social-Media-Bereich auch Vorbild, wenn man mal die YouTube-Kommentare anschaut, die Facebook-Kommentare anschaut. Also ganz, ganz viele auch junge Leute schauen mittlerweile natürlich zu dir hoch und da geht schnell mal vergessen, wenn man den schönen Porsche sieht und die riesigen Hallen, die gefüllt sind, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Und da würde ich gerne noch ein bisschen den Fokus drauf legen. 1991 hast du gestartet, von 1991 bis 2017. Was war dann so ein bisschen der Werdegang? Was waren so Stationen oder so Punkte, wo Dinge explodiert sind, wo Dinge wirklich durch die Decke gegangen sind? Und was waren vielleicht auch so ein paar Tiefpunkte in dieser Zeit, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger war als Unternehmer? Ja, okay. Was waren so die Meilensteine, die Tipping Points, wo es schlagartig sich verändert hat? Ich war am Anfang selbstständig. Das bedeutet selbst und ständig. Ich war Einzelkämpfer. Ich habe ein Homeoffice gehabt und habe vor mich hergewurstelt. Habe mich darüber gefreut, dass meine
Umsatzrendite so unglaublich gut war, weil Umsatz minus Kosten, da blieb anschließend eine Menge übrig. Mhm. Aber schlussendlich war es ein Denkfehler. Also die ersten Jahre selbstständig, dann kam irgendwann der Gedanke, Unternehmer zu werden. Mhm. Das heißt, mich zu multiplizieren. Und da begann das dann, dass die Umsatzrendite geringer war in Prozent, aber das Einkommen einfach viel, viel größer war. Mein erstes Geschäftsmodell war angestellte Trainer. Das heißt, ich hatte in der Spitze 4 angestellte Trainer und wir hatten ein klassisches B2B-Geschäft. Das heißt, Firma X hat uns gebucht und wir haben alle Verkäufer dann ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre lang begleitet und die zu besseren Verkäufern gemacht. Okay. Parallel dazu habe ich hier Bücher geschrieben und Vorträge gehalten. Das war so die erste Stufe selbstständig, zweite Stufe der Beginn des Unternehmers im B2B-Geschäft. Okay. Und dann kam der Wechsel vom B2B ins B2C-Geschäft. Also der Gedanke, nicht mehr nur Firmenseminare zu machen, sondern auch offene Seminare und offene Seminare dann hoch zu skalieren auf Tausende von Teilnehmern. Das haben wir erst vor 1,5 Jahren wirklich beschlossen und seitdem ist das Team auch gewachsen. Also vor 1,5 Jahren waren wir, ich glaube, 12 Mitarbeiter, jetzt sind es dann 32. Und ich vermute, dass wir Ende des Jahres 50 Mitarbeiter sein werden. Und wow. Ich sehe einfach, mit jedem Mitarbeiter, den ich einstelle, haben wir die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen, mehr Umsatz zu generieren. Und deswegen suchen wir händeringend Leute. Also wer Lust hat, bei uns im Team zu arbeiten in Bochum, cool, der soll sich melden. Es geht gar nicht mehr darum, welche Positionen sind ausgeschrieben, sondern wenn die Person zu uns, zu unserem Team passt, dann finden wir definitiv eine Möglichkeit, diese Person sinnvoll zu beschäftigen. Also wir gucken immer erst danach, haben wir die richtigen Leute, und wenn wir die richtigen Leute haben, dann gucken wir, auf welcher Position sind die am besten untergebracht. Das ist so unser Prinzip dabei. Sehr also cool. Link werde ich direkt unten reinhauen, ja, wo die Leute mehr Informationen haben können. Aber sehr, sehr spannend. Also du hast angefangen, wie gesagt, Selbstständiger, dann Unternehmer im Business-to-Business-Bereich, jetzt dann, wie gesagt, im Business-to-Customer-Bereich und dann ist, wie gesagt, ja jetzt auch wirklich explodiert, die letzten 2 Jahre in dem Falle. Genau. Also jetzt vielleicht noch machen wir mal die 2 Sachen, die nicht so schön waren. Der erste Punkt ist, das kennt jeder Selbstständige. Wenn du anfängst, was weiß ich, du meldest am 1. Januar dein Gewerbe an. Mhm. Und dann fragt natürlich das Finanzamt, sag mal, was meinst du denn, wie viel Umsatz du machst? Und dann sagst du dem Finanzamt natürlich, ey, also das wird kaum was werden, das wird ganz schwer. Also du schreibst dem Finanzamt, sag mal, im ersten Jahr wird es kaum Umsätze geben, ich werde nur Kosten haben und du wirst keine Steuern kriegen. Mhm. Und damit zahlst du dann auch im ersten Jahr Steuer. Jetzt musst du dann so im Mai des 2. Jahres musst du eine Steuererklärung abgeben. Und dann stellst du fest, dass du ja schon im 1. Jahr ganz gut Kohle gemacht hast. Und jetzt will das Finanzamt die Kohle vom 1. Jahr haben, also die Steuern vom 1. Jahr. Und sie machen direkt eine Vorauszahlung für das 2. Jahr. Okay. Und jetzt musst du auf einen Schlag extrem viel Geld bezahlen, extrem viel Geld. Das ist die erste Falle, in die ich natürlich reingelaufen bin, wenn du das erste Mal richtig Steuern zahlst. Die zweite Falle war dann, als wir 2012 unseren Umsatz innerhalb 1 Jahres verdoppelt haben. Natürlich haben wir die Vorauszahlung an das Finanzamt nicht angepasst. Und dann kam eben Mai, Juni 2013 und dann wollte das Finanzamt auch hier viel, viel Geld für 2012 haben und noch mehr Geld als Vorauszahlung für 2013. Und dann musste ich nochmal ein echtes Liquiditätsproblem beherrschen. Das war ganz, ganz heftig. Und das dritte war auch 2012. Da ist eine langjährige Freundschaft und Kooperation kaputt gegangen. Okay. Und da gab es ganz viel böses Blut, da wurde schlecht
übereinander geredet und das war nicht schön. So, das sind so drei Meilensteine, die ich jedem anderen gerne ersparen würde, dass er die auch erlebt. Sehr, sehr, sehr interessant, auch sehr, sehr hilfreich, sicherlich auch für viele, viele Zuhörer. Du hast, vorhin haben wir gesprochen, bevor wir jetzt, wie gesagt, was auch ganz, ganz spannend ist natürlich und wovon auch viele Leute lernen können, bevor wir jetzt über diese schwierigen Zeiten gesprochen haben, hast du auch davon gehabt, wie gesagt, dass dann vor 1,5 Jahren dieser Change kam vom B2B in den B2C-Bereich und dass dann auch die Dinge komplett explodiert sind. Also mittlerweile kennt man das ja, man sieht das ja, man kennt ja auch die Videos, wie gesagt, bei den, wo du die Vorträge vor riesigen Menschenmassen hältst, bei Messen, wo die Leute wirklich ja stundenlang oder gefühlte stundenlang anstehen, um Bücher signiert zu kriegen und so weiter. Und was ganz, ganz spannend ist, das war ja auch in etwa die Zeit herum, zumindest wie man das von außen sieht, wo dann ganz, ganz intensiv mit Online-Marketing begonnen wurde zu arbeiten. Also YouTube-Videos mehrere die Woche und Facebook und alles drum und dran. Vielleicht mal ganz kurz, Dirk, wann hast du für dich entschieden, dass du anfängst ins Online-Marketing zu wechseln? Was waren dort so die ersten Schritte, bevor wir dann auf den weiteren Ablauf im Bereich Online-Marketing zu sprechen kommen? Okay, lass mich ein bisschen ausholen. Gerne, gerne. Ich hab schon viele Jahre auch Online-Marketing im weitesten Sinne gemacht, indem ich sehr aktiv war auf Xing. Wie Okay. gesagt, meine Zielgruppe Business to Business und die triffst du auf Xing. Das heißt, ich habe alle möglichen Optionen, die es bei Xing gibt, die habe ich genutzt und habe darüber auch wirklich sechsstellige Umsätze jedes Jahr akquiriert. Das hat super funktioniert. Also Xing war super. LinkedIn hat nicht so funktioniert, weil es eher international ist. Also ich war da bei Xing und bei Xing kannte ich mich auch einfach super gut aus und wusste genau, was du wie machst. Also da gibt es, glaube ich, kaum einen zweiten, also vielleicht noch hier mein Kollege Joachim Rumor, mit dem ich da auch zusammengearbeitet habe. Das ist der Xing-Experte schlechthin Okay. in Deutschland. Aber ansonsten gibt es kaum jemanden, der so tief drin ist in Xing seinerzeit wie ich. Also das eine war Xing, das zweite war, dass wir natürlich frühzeitig auch Leads generiert haben und eine Liste aufgebaut haben, eine E-Mail-Liste. Diese E-Mail-Liste habe ich aber damals überhaupt nicht richtig genutzt. Ich habe so alle 2 Wochen mal ein Newsletter verschickt. Und es waren immer Content-Newsletter. Ich habe ganz selten über den Newsletter mal was verkauft. Okay. Aber wir haben frühzeitig da geschaut, dass ich nach jedem Vortrag die Visitenkarten bekomme und möglichst schnell ein paar tausend Leute in die Liste reinbekomme. Das sind im Grunde genommen die beiden Tools gewesen, die wir im Online-Marketing genutzt haben. Darüber hinaus natürlich eine Webseite, mehrere Webseiten und Suchmaschinenoptimierung. Das haben wir auch gemacht. Das sind die drei Tools. Punkt. Dann kam das erste Erlebnis. Das war September 2015. Okay. Und zwar war ich da eingeladen der Contra in Düsseldorf, eine Konferenz, die Contra. Und anschließend bei der Mastermind, One Idea Mastermind. Ja. Und da habe ich gesessen, sowohl in der Contra am ersten Tag und habe gedacht, meine Fresse, was ich alles nicht weiß, ey, wie unwissend ich doch bin. Und dann kam eben die One Idea Mastermind und ich war einer der wenigen Offliner. Es gab, glaube ich, 2 Offliner, der Rest waren alles Onliner. Und da habe ich auch eine Welt kennengelernt. So, weißt du, natürlich hast du im Internet immer wieder so Leute gesehen, was weiß ich, 21 Jahre Hilfsarbeiter gewesen und jetzt fährt er auf einmal ein Lamborghini und verdient Millionen. Das sind so Stories, wo du denkst, komm, die sind alle gefaked, die Leute gibt's gar nicht und das ist nur um leichtgläubigen Menschen die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Und jetzt sitze ich an diesem Sonntag da in dieser One Idea Mastermind und genau diese Leute Stehen sitzen vor mir dir. Ja, gegenüber. Ja, genau. die sind da. Also ich habe beispielsweise so einen Chris Stelles kennengelernt, der genau diesem Profil entspricht. Und wo ich gesagt habe, ey, die gibt es wirklich. Das ist nicht irgendeine Geschichte, das ist kein Fake, die gibt es wirklich. Dann hat es aber, also erstmal wurde ich da von den meisten eher belächelt, weil ich war halt ein Offliner. Ja.
Und die Onliner denken oftmals über sich selbst, dass sie eine gewisse Elite sind, die den Offlinern überlegen ist. Aber das ist nicht so. Also ja, ich stelle fest, einfach die Verbindung beider Welten, das ist nachher das Erfolgsprinzip. Absolut. However, dann habe ich extrem viel mitgeschrieben in diesen zwei Tagen. Ich glaube, es waren so etwa 20 DIN A4 Seiten. Ich bin aber nicht ins Handeln gekommen. Okay. Ins Handeln gekommen bin ich erst nach einem weiteren Impuls im Januar, Februar 2016. Das heißt, da war die Entscheidung, wir gehen in den B2B-Bereich rein, wir gehen aus dem B2B-Bereich raus, wir gehen in den B2C-Bereich rein. Und dann kam ein Spruch, der extrem wichtig ist. Der Spruch, der heißt, du verlierst nicht gegen andere Anbieter, du verlierst gegen deine Unbekanntheit. Cool. Das ist etwas, da musst du erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Also es ist nicht so, dass ich Aufträge verliere gegen andere Verkaufstrainer, sondern ich habe Aufträge verloren, weil die Leute mich nicht kannten, weil ich in dem Moment, wo der Kunde diese Dienstleistung braucht, hat er mich nicht gekannt und mich nicht gefunden. Also habe ich gesagt, das ändern wir. Ich will Sichtbarkeit. Heute bin ich in Europa, ich habe die meisten Fans bei Facebook. Ich habe die meisten Abonnenten bei YouTube. Mein Podcast ist heute am Tag der Aufnahme die Nummer 2 deutschlandweit oder deutschsprachig in Europa bei allen Podcasts mit einem Nischenthema, nämlich dem Thema Vertrieb, Verkauf und Erfolg. Also wir sind in allen Bereichen, was online angeht, in meiner Branche die Nummer 1. Und mega spannend. Zum Stück weit einfach auch mit einem enormen Abstand. Also gerade der Podcast, in 13 Monaten haben wir 2 Millionen Downloads. Oh. 2 Millionen, das ist eine Reichweite, das können sich andere gar nicht vorstellen. Also da ging das los im Februar. Das heißt, ich habe, also erstens habe ich eine Dame zur Social Media Managerin gemacht, das ist die Lara. Und Lara koordiniert alle Online-Marketing- und Social Media-Aktionen, Aktivitäten. Das heißt, die Kommentare bei Facebook, wir haben einen Mitarbeiter, der nichts anderes macht, als den ganzen Tag Kommentare zu beantworten. Okay. Also ich mache auch ein bisschen selbst, aber das ist die Spitze vom Eisberg. Der Großteil, der da passiert, macht dieser eine Mitarbeiter. Und wenn wir einen Launch haben, dann müssen alle mit ran, dann müssen alle im Team mit kommentieren und mit die Fragen beantworten und so weiter. Also, wir haben den Podcast gestartet Ende März letzten Jahres. Also jetzt gerade irgendwie 13 Monate, 2 Millionen Downloads. Das ist super, super mega, geil. Ja. Weil es ist ein Instrument, wo du eine ganz bestimmte Zielgruppe erreichst, nämlich die Menschen sind in der Regel über 40, haben ein durchschnittliches Einkommen von über 80.000 Euro, nutzen Apple-Geräte, das heißt auch hier sind bereit, für solche Produkte mehr Geld auszugeben, und du kommst mit dem Podcast extrem tief in die Menschen rein, weil du eben sie beim Autofahren oder beim Sport im Schwerpunkt erreichst. Also Podcast. Dann haben wir natürlich eine unglaubliche Reichweite bei Facebook, sowohl bezahlt als auch organisch. Mhm. Wir haben über Ostern ein neues Produkt gelauncht. In 3 Tagen haben wir bei Facebook über 1 Million Menschen erreicht mit diesem neuen Produkt. Krass. Über coole Videos, die wir alle selber produzieren, also Motivationsvideos, die wir dann anschließend über Affiliate-Partner und über Facebook und Google AdWords-Werbung natürlich entsprechend streuen. Das machen wir auch. Dann Affiliate-Partner. Vor 2 Jahren wusste ich noch gar nicht, was das ist. Ich wusste nicht, was ist Digistore24, wie funktioniert diese Welt. Und dank Ralf Schmitz bin ich da in diese Welt reingerutscht. Okay. Und mittlerweile haben wir
1500 aktive Affiliate-Partner im Online-Marketing. Und wenn wir einen Launch machen, dann rappelt richtig im Karton, weil die alle beim Launch mitmachen. Wir pflegen die gut, wir informieren die frühzeitig. Wir machen nicht immer erst einen Launch und greifen die geilen Sachen ab und dann bekommen die Affiliate-Partner den Rest, sondern wenn wir was launchen, dann launchen wir mit den Affiliate-Partnern zusammen und bauen damit extrem viel Druck auf im Markt. Mega spannend. Ja, unsere E-Mail-Liste hat sich mittlerweile verachtfacht, also innerhalb von einem Jahr verachtfacht. Ja, boah, krass. Die ist richtig abgegangen. Die war vorher schon fünfstellig, was die Nutzerzahlen anging, und das ist richtig abgegangen. Was haben wir noch? Ja, YouTube-Video, da haben wir viel ausprobiert. Was sehr spannend ist, wir haben zur B2B-Zeit nur Profi-Produktionen dort veröffentlicht und nur die feinsten Schnipsel rausgeschnitten und dort reingehauen. Dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir mal richtig Frequenz. In der Spitze haben wir mal über mehrere Monate 2 Videos pro Tag rausgehauen. Krass. Das war super. Wir haben schon ein eigenes Studio bei uns im Büro. Ich sitze jetzt gerade im Studio. Wir haben hier Technik stehen für 35.000 Euro. Wir können Livestreams machen. Wir haben einmal in der Woche Kräuter TV, wo wir live streamen bei Facebook, Instagram und bei YouTube. Und wo wir dann zum Beispiel auch live mit Zuschauern telefonieren und alle kriegen das mit. Wir sind die einzige Show in Europa, die live streamt und wo du anrufen kannst und dann in der Show wird das Telefongespräch mit dir geführt. Da gibt es keine zweite. Dafür haben wir hier Technik stehen, bis der Arzt kommt. Ne? Also wir haben, wenn so etwas passiert, dann haben wir hier 3 Kameraperspektiven laufen. Das ist schon sehr, sehr cool. Mega, so, mega das, cool. Das machen wir. Wir haben, nur dass man sich das vorstellen kann, wir haben 2 festangestellte Cutter. Ein Cutter ist jemand, der unsere Videos schneidet und unsere Podcasts schneidet, wobei die Podcasts werden nicht geschnitten. Mhm. Hörbücher werden bei uns geschnitten, aber Podcasts nicht. Also die schneiden zum Beispiel die Vlogs. Ja, wenn du kommst und du hast dann irgendwie 4 Stunden Vlog-Material, da sitzt du ja dann, ich sag mal, eine Woche fast dran, um das Material zu sichten und dann so zusammenzuschneiden, dass es geil ist und dann noch die Musik so passend zu machen. Klar. So, und da haben wir jetzt 2 Leute bei uns festangestellt, die nur Videos schneiden und Vlogs schneiden, damit wir in YouTube gutes Material veröffentlichen können. Also da, jetzt kriegst du so ein bisschen Gefühl dafür, wie wir hier gerade unterwegs sind, wie wir da gerade wachsen. Mega, mega spannend, auch mega professionell. Vielen Dank auch für diese mega internen Einblicke. Du hast ganz, ganz viele Dinge angesprochen und ich würde gerne auf ein paar Dinge noch ein bisschen zu sprechen kommen und die ein bisschen runterbrechen. Weil was man merkt, Dirk, das habe ich aber bei dir oder das haben wir wahrscheinlich alle, die Zuhörer auch, bei denen ich anders erwartet, du hast noch nicht lange dich dazu entschieden, wirklich in diesen Bereich reinzugehen. Das war ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt, Januar, Februar 2016. Aber dann gerade mit All In. Also dann gerade richtig. Also Podcast und YouTube und Facebook und alles drum und dran. Um die einzelnen Dinge vielleicht noch ein bisschen runterbrechen zu können. Das eine ist, wie gesagt, eine Podcast-Show, die extrem erfolgreich läuft. Dann habt ihr YouTube-Kanal, die organische Reichweite bei Facebook, das sind so die, ich sage mal, die ganzen Content-Marketing-Bereiche, wo ihr sehr, sehr aktiv seid. Wie, ich nehme an, gerade auch um diese Reichweite aufzubauen, habt ihr wahrscheinlich auch relativ stark mit PPC und Paid Advertisement gearbeitet. Ja, klar, haben wir. Also es gibt vielleicht noch einen ganz wichtigen Punkt, also ne, 2, lass mich 2 Dinge da reinbringen. Der erste Punkt ist, ja, das ist faktisch, sind das jetzt 14 Monate, die wir Gas geben. Vollgas 12 Monate. Okay. Weil es gibt viele, die sagen, ja, das muss wachsen, das muss sich entwickeln. Und da kriege ich Pickel am Hals, wenn ich so eine Scheiße höre. Also da muss nichts wachsen, sondern du triffst eine Entscheidung und dann gibst du all in, dann gibst du Vollgas. Absolut. So, das machen wir. Das machen wir. Das heißt, natürlich entwickelt sich das bei uns, weil wir auch viel lernen dabei. Aber wir haben von Anfang an die Entscheidung getroffen, uns Vollgas zu geben. So, und der zweite Punkt ist,
Wir arbeiten auch mit externen Dienstleistern. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Ich habe mir die besten Dienstleister geholt, die man für Geld kaufen kann. Und zum Beispiel der, der uns unterstützt im PPC, das ist jemand, der für, also unter 1 Million fängt der gar nicht an. Und der hat zum Beispiel nur 3 Kunden. Der hat mich und noch 2 andere Kunden. Und für mehr arbeitet der nicht. Damit haben wir also auch ein exklusives Know-how. Und der Typ ist einfach, der ist ein Genie. Also was ich mit dem zu tun habe, der ist ein Genie. Also wir haben so geile Tipps von dem bekommen. Und der hat halt im Hintergrund auch noch eine Company, okay, die er einsetzt, dann für uns diese Launches zu machen und so weiter. Also wir haben das nicht alles aus eigener Kraft geschafft, sondern wir haben uns zu den einzelnen Themen immer auch wieder Dienstleister geholt. Das siehst du, wir haben ein 3-köpfiges Kamerateam immer bei unseren Veranstaltungen dabei, mit denen wir seit, ich glaube, 10 Jahren mittlerweile arbeiten. Das ist ein externer Dienstleister. So, das könnten wir gar nicht. Klar. Diese Kameratechnik und was die alles machen, das könnten wir uns gar nicht leisten an der Stelle. Wir haben zum Beispiel für Lichteffekte und für Tontechnik haben wir 2 verschiedene Dienstleister, die immer dabei sind, wenn wir eine Veranstaltung haben. Also es ist ja, das sind ja Veranstaltungen mit mehreren 1000 Teilnehmern in der Regel. Und da, das ist nicht nur Seminar, das ist eine Show. Klar. Und da brauchst du Trockeneis, Nebel und du brauchst Lichteffekte und du brauchst eine Tonanlage, dass den Leuten in der 10. Reihe die Hosenbeine flattern vom Bass, wenn irgendein cooles Lied kommt. So, dafür brauchst du eben auch noch externe Leute. Extrem interessant, was du vorhin schon angesprochen hast, dass ihr da auch natürlich mit ganz, ganz vielen Profis zusammenarbeitet. Die Frage, die sich da natürlich stellt, ist, oder der sich da der ein oder andere Zuhörer wahrscheinlich auch stellen wird, ist, wie bist du an solche Leute gerade im Online-Marketing-Bereich dann herangekommen? Also war das zum Beispiel über diese One Idea Mastermind oder war das, oder wie bist du an solche Leute dann herangekommen? Ja, ich habe echt Glück gehabt. Zum einen siehst du diese Leute auf der Contra, da muss man halt wissen, du musst ein VIP-Ticket kaufen, damit du nachher den Zugang zu den richtig guten Leuten hast, im VIP-Bereich. Also, erster Tipp ist Contra VIP-Ticket kaufen. Okay. Und zweiter Tipp ist die One Idea Mastermind, wobei es annähernd nicht mehr möglich ist, da reinzukommen. Die haben das Modell jetzt geändert. Früher war das so, dass da maximal 25 Leute rein konnten. Und du musstest dich auch dafür qualifizieren. Und als ich mich das erste Mal beworben habe, haben die mich nicht genommen. Also ich erinnere mich noch dran, ich habe 2 oder 3 Telefoninterviews mit dem Tom Klusmann, dem Chef von der One Idea Mastermind geführt. Und der hat mich alle 3 Male abblitzen lassen. Und erst dann durfte ich kommen, wo er gesagt hat, okay, du bist ein Offliner, eigentlich hast du da nichts zu suchen, aber wir wagen das mal. Das war sehr, sehr spannend. Du kommst also fast nicht rein. Und da habe ich aber diese Leute dann kennengelernt. Und das war, ja, es läuft über Mundpropaganda. Du weißt sonst nicht, wer ist ein Schwätzer, wer ist ein Blender. Und in dieser Branche gibt es, bei aller Liebe, es gibt so viele Schwätzer und Blender. Das glaubst du gar nicht. Das ist unvorstellbar. Und wer sich da nicht auskennt, ja. Ich habe einen Post gesehen von einem Profi, nämlich Felix Beilharz aus Köln. Der hat einen Post gemacht, wo er gesagt hat, hier hat ein Unternehmen für eine WordPress-Seite 27.000 Euro bezahlt an den Dienstleister. Oh. Er sagt, die eigentliche Grundlage, das Template, was der genutzt hat, hat einen Wert von 100 Euro. Aber wenn du nun mal keine Ahnung hast, dann zahlst du 27.000 Euro, weil du es nicht besser weißt. Und das ist der Punkt. Es gibt so viele, die dich in dem Markt, wenn du keine Ahnung hast, übervorteilen wollen oder es auch tun, dass du einfach, du musst die richtigen Leute um dich rum haben. Du musst wissen, wer hat Kompetenz, wer kann was und wer erzählt nur, dass er was könnte.
Sehr, sehr, sehr interessant. Vielleicht mal runtergebrochen noch, weil, wie gesagt, was wir jetzt eigentlich haben, ist, wir wissen jetzt ganz genau, wie ihr das Ganze aufgebaut habt, also wie du das Ganze aufgebaut hast. Also wirklich die Entscheidung getroffen, hier all in zu gehen, dann das Team zusammengesucht, was nötig ist, die richtigen Leute gefunden, die wirklich Plan haben und nicht nur davon sprechen, dass sie Plan haben, die dann auch für deine Projekte gewonnen und dann mit diesen Leuten das Ganze umgesetzt, auch im ganz, ganz großen Rahmen. Etwas, was mir da vielleicht noch auffällt oder es gerade in den Sinn kommt, das wird sicherlich eine Frage der Community sein. Du hast gesagt, ein PPC, der fängt unter 1 Million gar nicht an. Ich nehme an, das ist Werbebudget im Jahr oder im Monat gemeint. Ich nehme an, im Jahr. Oder was meinst du mit Nee. Oder das ist das Honorar. Was ich ihm zahle pro Jahr. Ah, okay, krass, krass. Das ist das, was ich ihm im Laufe eines Jahres überweise. Und der macht für dich Facebook und Google oder nur Facebook oder nur Google? Der macht alles für mich. Der macht alles für mich. Also der berät uns, wie wir Newsletter-Funnel aufbauen. Der sagt uns, wie wir die Videos richtig schneiden, so dass sie Sinn machen. Der schaltet die PPC bei Facebook. Google AdWords macht er natürlich auch. Also der macht alles für uns als Dienstleister. Sehr, sehr, sehr und interessant. Und partizipiert auch an den Umsätzen, die wir machen. Ja, also er bekommt einen Prozentsatz von den Umsätzen, die wir generieren. Also kannst du dir jetzt überlegen, wenn ich dem 1 Million überweise, wie viel bei uns hängen bleibt. Klar, sehr, sehr interessant, mein Lieber. Vielleicht mal noch einen kleinen Schritt zurück, und zwar, wenn du jetzt Dirk Kräuter anno 1991 wärst, aber das Internet wäre so, wie es heute ist, und du müsstest mit weniger Kapital und mit weniger finanziellen Möglichkeiten und auch mit weniger Netzwerk starten, und du müsstest Online-Marketing nutzen, um deine Marke aufzubauen, um deinen Brand aufzubauen, um dein Unternehmen aufzubauen, was sind vielleicht so die Online-Marketing-Tipps, die du weitergeben kannst, wie jemand, der auch nicht die Ressourcen von dir und deinem Team hat, wie er auch Online-Marketing effektiv und effizient nutzen kann, um sein Unternehmen, sein Geschäft nach vorne zu treiben? Ja, also da habe ich einen ziemlich klaren Plan, wenn das denn so wäre. Also würde ich jetzt gerade bei Null wieder anfangen, dann würde es folgendermaßen aussehen. Als allererstes bist du mal Affiliate. Das heißt, du meldest dich als Affiliate-Partner im Digistore an. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, du generierst Lead-Magneten, also irgendwelche Infoprodukte, die du als Lead-Magneten raushaust. Mhm. Das kann alles möglich sein. Damit sammelst du Leads ein. Die Leads packst du in eine richtige Liste. Ich empfehle da gerne Clicktip. Wir machen alles mit Clicktip in dem Bereich, weil es aus meiner Sicht das ausgereifteste System ist. Ja, und ja, und da kommen auch einfach immer wieder Neuigkeiten. Also das Team von Clicktip entwickelt immer wieder neue Innovationen, was ich bei anderen Anbietern so nicht sehe. Genau. Also ich würde dann mir eine Liste aufbauen mit Clicktip und diesen Lead-Magneten und würde dann anfangen, über meine Liste entsprechend als Affiliate-Partner Produkte bewerben und Dienstleistungen bewerben und dann von den Provisionen partizipieren. So baust du dir jetzt erstmal ein bisschen Kapital auf. Das kannst du nebenberuflich machen. Dafür brauchst du nichts. Null Kohle, weil du kannst diese ganzen Lead-Magneten, die kannst du auch gratis irgendwo platzieren in Foren. Du kannst sie organisch in die Suche bei Google reinpacken. Du kannst sie bei YouTube platzieren. Du kannst einen gratis Podcast machen als Lead-Magneten. Mhm. Kostet echt nichts. Wir sprechen hier vielleicht über im Jahr 500 Euro, die du ausgeben musst, um als Affiliate-Partner dann Geld zu verdienen. Und ich weiß, was unsere Affiliate-Partner im Monat, die Guten, was die im Monat mit nach Hause nehmen. Also die Guten nehmen alle fünfstellige Summen mit. Ja, wenn wir einen Launch machen, rappelt es richtig im Karton. So. Und die haben kein eigenes Produkt. Die nehmen unsere Produkte und machen das. Also Beispiel, wenn du mein Buch Entscheidung Erfolg als Affiliate-Partner verteilst, wenn du dir einen Link im Digistore holst und du postest es bei Xing oder LinkedIn oder bei Facebook oder du schickst es in deine WhatsApp-Verteiler rein und jemand bestellt das Buch darüber, das Buch ist gratis übrigens, dann bekommst du 6 Euro Provision überwiesen. Wir überweisen dir
via Digistore 6 Euro Provision. Das heißt, du kannst da ganz schnell fünfstellige Umsätze als Affiliate-Partner machen. So, das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann bei mir, weil ich über ein Thema ein Spezialwissen habe. Und das rate ich halt jedem, wenn er zu irgendeinem Thema ein Spezialwissen hat, ob es jetzt, was weiß ich, Hundeerziehung ist, ob es so schläft dein Baby durch, ob es so, was weiß ich, so wechselst du die Winterreifen bei einem Opel Kadett, keine Ahnung, was du für Spezialwissen hast, dann machst du daraus Infoprodukte. Das können PDFs sein, das können aber, und so würde ich es machen, das können Online-Kurse sein. Du produzierst Online-Kurse, da brauchst du auch nicht viel Technik für. In deinem Notebook hast du normalerweise eine Webcam drin, darüber kannst du es schon produzieren. Die stellst du dann auf eine Plattform und dann bietest du das Ganze als Online-Kurs an. Und dann gehst du eben hin und suchst die Affiliate-Partner, die das dann über ihre Listen vermarkten. Und jetzt verdienst du Kohle. Und wenn du fleißig bist, dann haust du halt jeden Monat ein neues Infoprodukt raus. Und jeden Monat gibt es einen neuen Launch. Mhm. Und dann bist du ziemlich nah dran an diesem Internet-Millionär, von dem ich anfangs mal gesprochen habe. Sehr, sehr, sehr interessant, mein Lieber. Sehr, sehr spannend, wirklich ganz, ganz viele Online-Marketing-Einblicke, auch wie du deine Projekte auf die Beine gestellt hast, was du auch für Tipps weitergeben würdest, gerade an Leute, die frisch starten. Ich würde gerne noch kurz auf den zweiten Bereich zu sprechen kommen, und zwar, wenn ich dich schon einmal hier habe, Dirk, sprechen wir doch noch ganz kurz über Verkauf. Mhm. Gerade wir haben viele junge Unternehmer hier, wir haben viele als Zuhörer, wir haben viele, viele Internetunternehmer oder Leute, die Internetunternehmer werden wollen hier als Zuhörer. Wir haben aber auch ja normale, traditionelle kleine und mittelständische Unternehmer oder Geschäftsführer, Gründer von kleinen und mittelständischen Unternehmen hier als Zuhörer dieses Podcasts. Vielleicht mal so, was sind so die besten oder was sind so die wichtigsten Verkaufstipps und Tricks oder Methoden, die du Leuten weitergeben kannst, gerade wenn sie starten? Das ist jetzt natürlich eine ganz allgemeine Frage, aber wenn jemand als Unternehmer, weil Verkauf ist ja gerade auch im Unternehmertum, völlig egal in welchem Bereich, immer sehr, sehr wichtig. Also was sind so die wichtigsten Dinge, die du einem jungen Unternehmer zum Beispiel mit auf den Weg geben kannst in Bezug auf Verkauf? Okay, also es ist für jeden Unternehmer extrem wichtig, dass er verkaufen kann, weil wir leben nicht von dem Zeug, was wir produzieren, sondern wir leben nur von dem Zeug, was wir auch wirklich verkaufen können. Wo wir in der Lage sind, Menschen zu motivieren, dass sie ihr Geld gegen dein Produkt oder deine Leistung tauschen. Also das ist elementar. Ich rate jedem, sich damit ausführlich zu beschäftigen. Also da habe ich später auch ein Angebot, aber damit muss sich jeder beschäftigen. So, was sind die wichtigsten Tipps? Erstens hast du eine klare Zielgruppe. Im Online-Marketing wird in der Regel ein Kundenavatar gebaut, bevor du überhaupt mit irgendwas anfängst. Bau dir, egal ob du online oder offline unterwegs bist, bau dir einen Kundenavatar. Wer ist deine Zielgruppe? Was mag deine Zielgruppe? Was hat sie für Abneigungen? Was sind deren Kaufmotive? Daraufhin entwickelst du eine Argumentation für dein Angebot, was genau auf diese Zielgruppe und eben auf diese Kaufmotive einzahlt. Dann achtest du darauf, dass du nicht so sehr über Merkmale argumentierst, sondern über Vorteile. Ja, Benefits, also wer, genau. Benefits, also was weiß ich, Allradantrieb ist ein Merkmal bei einem Auto. Bei 20 cm Neuschnee sicher zu Hause ankommen, das wäre der Vorteil. Und wir kaufen nur unseren Vorteil. Also mach dir bewusst, was verkaufst du da? Zum Beispiel, wenn du für Sportler Nahrungsergänzungsmittel verkaufst, Supplements, dann verkaufst du nicht Nahrungsergänzungsmittel, das Merkmal, sondern verkaufst eine Abkürzung zum Erfolg. Das Kaufmotiv ist Ungeduld. Das Gleiche gilt für Diätprodukte. Du verkaufst keine Diätprodukte, sondern du verkaufst eine Abkürzung zum Wohlbefinden und zu körperlicher Attraktivität und interessant werden für das andere Geschlecht möglicherweise. So, also das musst du dir wirklich bewusst machen, dass du keine Merkmale verkaufst, sondern wirklich die Vorteile. Dann
vielleicht ganz konkrete Sachen im Online-Marketing, die Preiskommunikation. Online macht es Sinn, mit Paketen zu arbeiten, also nicht Einzelartikel, die du einzeln bepreist, sondern wirklich mit Paketen, weil du dann den Stress aus der Kaufentscheidung des Kunden rausnimmst. Es ist leichter, sich für ein Paket zu entscheiden, als für Einzelprodukte. Okay. Das sieht man schön beim Automobilkauf. Da gibt es halt ein Sportpaket, ein Eleganzpaket und so weiter. Mhm. Und wenn du jetzt ein Paket kaufst, dann kannst du nicht mehr individuell zu- oder abwählen. Aber damit ist die Kaufentscheidung schneller getroffen. So, das ist nochmal etwas. Und dann bei Preisen, gerade wenn du online unterwegs bist, rate ich zum Referenzrahmen. Das heißt, biete dem Kunden 3 Optionen an. In der Regel wird er die mittlere Option kaufen. Dazu kann ich eine Stunde erzählen, warum das und wie das funktioniert. Das jetzt mal so auf die Schnelle. Dann musst du die Vor- und Einwände deines Kunden entkräften. Also der Kunde sagt, kein Interesse, kein Bedarf, ist mir zu teuer, die Farbe gefällt mir nicht. Hab ich schon, hatte ich mal, hat nicht funktioniert, was auch immer. Er kommt mit Vor- und Einwänden, die musst du entsprechend behandeln. Das heißt, wenn du online unterwegs bist, dann musst du das über FAQs machen, mhm, und du musst das in deiner Argumentation über Einwandvorwegnahmen machen, so nennt sich die Technik. Wenn du das im persönlichen Gespräch machst, dann ist es die typische Vor- und Einwandbehandlung. Der Kunde sagt A und du antwortest mit B. Der Kunde sagt C, du antwortest mit D. Cool. Und dann ist extrem wichtig, du hast keinen Erfolg, wenn du den Kunden nur berätst, sondern du musst einen Call to Action haben. Sprich, du musst den Kunden motivieren, eine Entscheidung zu treffen. Du musst den Sack zumachen, du musst einen Abschluss machen. So, das ist jetzt mal im Schnelldurchlauf ein paar wesentliche Punkte, aber es sind schlussendlich nachher so knapp über 100 Punkte, die relevant sind, warum ein Kunde kauft oder nicht kauft. Online wie offline. Die extrem, extrem spannend, vor allem auch extrem, ja, konzentriertes Wissen und konzentrierter Mehrwert hier. Ich bin mir sicher, dass jetzt ganz, ganz viele Leute denken, wow, das klingt mega spannend, das ist extrem interessant. Ich möchte mehr darüber erfahren. Ich möchte mehr lernen von Dirk. Für all die Leute, die mehr über dich erfahren möchten oder eben über diese Verkaufstechniken, diese ganz, ganz wichtigen Verkaufsabläufe, sowohl online wie auch offline lernen möchten, wo können die Leute mehr über dich, über deine Möglichkeiten oder eben auch über Verkauf erfahren? Okay, ja. Mehrere Stufen. Erste Stufe ist über 150 aktuelle Podcast-Folgen. Reinhören, gibt's alle gratis. Über 400 YouTube-Videos angucken, gibt's unglaublich viel Content gratis. Dann gibt es das gratis Buch Entscheidung Erfolg. Keiner erinnert sich an den Typen, der es nur versucht hat. Das ist die Empfehlung, du trägst die Portokosten, 5,95 Euro, Porto und Verpackung und Handling. Aber das Buch an sich ist gratis und das Buch ist gut. Wir haben es jetzt in 5 Monaten knapp 60.000 Mal verschickt. Also Wahnsinn, und wir haben sehr, sehr geiles Feedback. Und die nächste Stufe ist dann die Vertriebsoffensive. Die Vertriebsoffensive ist eine dieser Veranstaltungen, wo in der Regel 1.000 bis 4.000 Teilnehmer sind. Da gibt es jetzt in den nächsten Wochen Termine in Dortmund, Hildesheim, Landshut und Wien, wo es noch Tickets gibt. Es gibt auch Termine in Würzburg und in Stuttgart, aber die sind schon längst ausverkauft. Da einfach mal auf der Webseite gucken, dirkkreuter.de. Da findet man die Termine. Das kannst du auch gerne in die Shownotes reinpacken. Den Link zum Buch. Genau, den Link zum Buch, den Link zum Podcast, den Link zu YouTube und den Link zur Vertriebsoffensive. Und da gibt es einen Special-Kurs. Also mit dem Stichwort Robert habt ihr die Tickets statt für 6,99 für 99 Euro. Also ihr spart 600 Euro, wenn ihr das Stichwort angebt. Oder wenn du den richtigen Link setzt, dann bekommt ihr die Tickets für 99 Euro. Kommt dahin. Das ist ein, egal ob du direkt verkaufst oder nicht, aber das ist ein Erlebnis. Die Leute, die da sind, ihr werdet Videos und Vlogs bei YouTube finden. Ihr werdet Kommentare bei Facebook finden. Die Leute, die da sind, die feiern das, weil es ist motivierend. Es ist einfach nur geil. Es ist der Hammer. So etwas gibt es in Europa kein zweites Mal.
Absolut, kann ich absolut empfehlen an alle Zuhörer. Dirk, ich packe das alles genau in der Reihenfolge in die Shownotes rein, dass die Leute da auch direkt sich diese Dinge sichern können. Dirk, es war mir eine ganz, ganz große Freude. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für diese extrem spannenden Einblicke, sowohl im Bereich Online-Marketing wie auch internen Einblick in deine Firma und jetzt am Ende auch noch ja, viele, viele ganz, ganz spannende Verkaufstipps und Tricks für die Zuhörer. Weiterhin allen, allen Erfolg der Welt. Und es würde mich natürlich riesig freuen, vielleicht in ein, zwei Jahren dich hier wieder im Format, in diesem Podcast begrüßen zu dürfen, wenn wir dann darüber sprechen, wie wir von, oder wie du von 2017 bis 2019 das Ganze noch einmal auf drei Levels weiter nach oben gebracht hast. Und so wie ich dich kenne, steht das bei mir außer Frage. Also ich bin ganz, ganz gespannt, wo dein oder wo der Weg da weitergehen wird. Und wie gesagt, auf deinem Weg alles, alles Gute weiterhin. Robert, herzlichen Dank für die Einladung und ja, gerne, das machen wir. In ein, zwei Jahren, bis dahin hat sich so viel verändert. Ich sag mal, das Tempo im Online-Bereich ist so unglaublich schnell. Vielleicht lass mich kurz an der Stelle, warum gibt es so wenig gute Bücher zum Thema Online-Marketing? Ganz einfach. Ein Buch ist das falsche Medium, weil in dem Moment, wo das Buch geschrieben ist, ist es schon längst wieder veraltet. Du kannst Online-Marketing nicht wirklich aus Büchern lernen. So, und deswegen das Tempo ist so schnell. Ich freue mich auf unseren nächsten Podcast in ein bis zwei Jahren. Robert, vielen Dank. Ich danke dir, Dirk. Um zu lernen, wie du für dein Unternehmen täglich neue Kunden über das Internet gewinnst, besuche jetzt unsere Webseite www.kmu-online-akademie.de. Die KMU Online Akademie ist das Internet-Marketing-Ausbildungsportal für KMUs, Startups und Selbstständige. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. Sei auch nächste Woche wieder dabei bei einer neuen Folge von Digital Selfmade Radio, der Podcast-Show für den Selfmade von morgen.